Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Factorio Fast Vanilla. Ja, die nächste Forschung ist abgeschlossen. Crafting Speed lassen wir auch gleich laufen. Ich hoffe jetzt, dass ich alles dabei habe. Ich habe jetzt nochmal 100 Magazine nochmal zusätzlich dabei. Und ich muss gerade hoffen, dass jetzt da alles klappt, was wir jetzt dann nach unten ziehen. Heißt jetzt für uns, ich ziehe jetzt erst einmal, nein, ist mir jetzt erst mal egal. Ich gehe jetzt erstmal hier in die Einstellungen rein, dann in die Mod-Einstellung pro Spieler. Grid Range machen wir mal als 2500. So, dann muss ich ein Stückchen nach oben laufen. So, jetzt hoffe ich, dass da mal hier das alles stimmt. Jawohl. Auch das. Ich will den Grid haben. Weil dann weiß ich einmal, wie weit das ich gehen muss. So, wir gehen jetzt nämlich bis zum nächsten. Alles klar. Dann hätte ich gesagt, wird hier aufgeräumt. Dann wird jetzt als nächstes ja, ist ja gut. Ich quietsche mich nicht an. So, dann gehst du bis daher. Ich darf die Strecke ja immer öfters laufen. Das macht ja am meisten Spaß. Sehr gut. Und wir gehen in den nächsten rein. Hat aber einen Vorteil, wie gesagt, dadurch weiß ich, wie viel das, was ich jetzt da alles abklatschen muss. Bin mal gespannt, wann ich merke, dass ich irgendwas zu wenig habe. Zu wenig Stein. Poller, Schienen. So, wir wissen ja, zwei. Ne, drei. Sehr schön. Und next one. So, wir sind jetzt wo? Haha. Wir haben nicht mal ein Drittel. Das wird heute spannend. Total. Weil ich hätte jetzt gesagt, das Stromnetz ziehe ich ganz am Schluss nochmal runter. Das Wichtigste ist eigentlich jetzt, dass ich das da hier so weit wie möglich runter klatsch. Wir schauen mal nach. Haben wir hier was zum Wegmachen? Nein, haben wir nicht. Ja, das Schlimme ist vor allem, das sind immer 25 Stück. Was ich verbrat. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall gleich viel Holz. Irgendwann werde ich mich nicht mehr bewegen können, wie ich Holz. Aber dafür habe ich einen Kofferraum vom Fahrzeug. So, 2,7. Dürfte ich danach nur noch 300 haben.
Richtig. Hoffe nur, dass ich rechtzeitig eine Basis sehe. Nicht einfach reinrennen. Ich kenne mich. Okay, also weiter mit Schienen. So, nächstes ist abgeschlossen. Dann machen wir jetzt noch die. Wenn wir in Deutschland auch so schnell wären, ne? Wie die hier gerade den Wald roden. Ja, ich habe hier nur Bugs als Käfer als Gegner. Keine Gerichte, ich weiß. Okay. Nee, ich hab zu mir selber gesagt, ich werde alles soweit aufräumen. Das heißt auch das, was auf der anderen Seite drüber ist. Man weiß ja nie. So, wo sind wir? Wir sind jetzt am Wasser. Das heißt, wir müssten jetzt so fast die Halbzeit haben. Das wird richtig anstrengend. Weil ich glaube nicht, dass mir die Schienen reichen werden. Die Steine ja, die Schienen nein. Aber deswegen habe ich ja auch das Auto dabei, dass wir nach oben brausen könnten, falls irgendwas fehlt. So, heißt jetzt aber. Naja. 4000 Holz haben wir gleich. Dann heißt es jetzt 200. Wenn ich jetzt immer 25 brauche, komme ich noch 8 Chunks runter, oder? Das könnte. Also nach unten könnte es klappen, aber nur nach unten. Alles andere, nö. Und ich habe natürlich bestimmt nicht erst so weit gedacht, ne, dass ich oben Schienen nachproduziere. So, das ist mein Lehrer, das ist schon mal sehr schön. Ah, fertig. Nächste. Ich glaube, ich bin dann fast mit den. Ja, das ist der letzte oder der vorletzte rote. Halt. Wärmet aus und bringet mir Holz. Wie ist es eigentlich bei euch? Spielt ihr eigentlich lieber normal Vanilla, also wie ein Spiel gedacht ist? Oder sagt ihr, nee, ich spiele eigentlich mehr Modded? Schaut mal jetzt mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren. Ob ich der einzigste Verrückte bin? Es noch mehr gibt?
Was ich ja total faszinierend finde, ist C-Block. Aber C-Block ist eigentlich von der Komplexität her, das steht GT im Nichts nach. Also ich kenne LPler, die sind schon bei der Folge 1000 und nee, die sind nicht mal annähernd so weit, dass man sagen kann, okay, man sieht ein Ende. Sage ich aber auch extrem Respekt davon. Weil du musst erstmal das Durchhaltevermögen haben, bei 1000 Folgen heißt, du bist da 3 Jahre dabei, ne? Und verlierst nicht die Lust. Weil irgendwann kommt natürlich immer der Frust, dass das, was du jetzt vorhast, nicht klappt. Habe ich ja auch. Aber darum sage ich ja auch immer für mich selber, nimm im Voraus auf, macht das Zeug so weit, dass man ja mal auch eine Zeit lang keine Lust haben braucht, weil man ja dann alles sozusagen auf Halde hat. Aber auch bei solchen komplexen Packs wie GT ist es halt dann wirklich so, vor allem bei mir mit meiner, ja, ich muss jetzt unbedingt noch diese Ebene mit hinzufügen. Ja, da wird man dann irre, ich weiß. Aber geht natürlich stetig weiter. So, und da muss ich jetzt noch mal auch, das muss auch weg. So, das heißt, ich bin jetzt ja hier. Ich muss auf jeden Fall Minimum, ich sag mal, hier hin. Ja, ich muss hier hin. Das heißt, ich gehe jetzt dann hier rein, hier rüber. Und dann splitte ich das noch mal auf in 1, 2 und 3. So, und jetzt werde ich gleich mein Auto auspacken. Und nach oben rauschen. Was ist Fahrzeug? Genau. Ich steige jetzt in die Bahn ein und fahre nach Hause. Genau. Die Munition schon mal rein. Knatter, knatter. Der einzigste Vorteil ist jetzt halt das, ja, wenn ich jetzt wieder zurückfahre, kann ich gleich die Strommasten setzen. Aber wie gesagt, ich muss ja auch noch die Miner dann anschließen. Juhu! So. Auch schon 5 Minuten allein mit dem Auto hochzufahren. Ja, der war super. Und Rot ist auch leer. Hahaha. Ja, habe ich Pech gehabt. Ich brauche Schienen. Ich habe recht gehabt. Dann hätte ich mal gesagt, ich gehe mal schnell nochmal Stein holen. Sollte auf jeden Fall Minimum 1000 mitbringen. Eins, zwei, drei, vier. Danke. Ich bin eigentlich auch fast der Meinung, dass mir die 32 Masten nicht reichen. So, was brauche ich denn jetzt von hier noch?
Und Eisenstangen. War ja klar. Was habe ich davon noch drin? Genügend. So, ich brauche noch Stahl. Gehen wir noch mal was holen. Ich dürfte jetzt den letzten haben. Ich brauche unbedingt Eisen. Unbedingt. Aber wir arbeiten ja dran. Also ist ja nicht so, dass wir jetzt nichts machen, ne? Produzieren wir ein wenig schneller. Dankeschön. Und 500. Jawohl, jetzt habe ich 67. Das müsste doch auf jeden Fall 68. Habe ich auf jeden Fall eine sehr gute Chance, dass es mir reicht. So. Wieder ab ins Auto. Und wie gesagt, die Strommasten muss ich jetzt mit dran denken, dass ich die setze. Muss ja auf jeden Fall jetzt erstmal über Schlangenlinien fahren. So, und jetzt Gas geben. Ja. Hat noch keiner diese Dinge aufgebaut. Hochgeschwindigkeit. Unfall! Ich darf nicht lachen. Sonst kriege ich wieder Hustenanfall. So, wie schaut es eigentlich aus? Kofferraum. Ich habe mal gesagt, hau mal ein bisschen Holz weg. Und hier sehe ich nicht mal mehr das Gitter. Vor lauter Holz. Seht ihr schon kommen, bald klopfen die anderen an und fragen, ob ich wegen blöd bin, ihren Wald komplett wegzuroden. Holzprobleme habe ich danach keine mehr. Der war clever. Okay, Schienen reichen mir jetzt auf jeden Fall eine Zeit lang. Danke. Wahnsinn. So, jetzt brauche ich nochmal den da. Ja, der war clever. Ich tue mal alles ins Auto und danach tue ich das Auto weg. Brrr. Ich weiß, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen. Okay. Ja, ich stelle mich ja schon hin, dass ihr schneller seid. Mann, Nervis, Ibis. Aber ich darf nicht meckern, ne? Ich kann froh sein, dass ich die hab.
Besten Abbau-Robbys. So. Weiter geht's. Strommasten mache ich dann wieder. Ja, ich hätte eigentlich das Auto da oben stehen lassen können und dann hochrennen und dann. Aber. Ich hätte gesagt, ich brauche auf jeden Fall noch Minimum 2. Minimum. Wie gesagt, vielleicht sogar 3. Man wird es jetzt sehen. So. Und das Schöne ist, bis jetzt bin ich genau in ja. Das ist der Pausestreifen gewesen. Kennt ihr das auf die Autobahn, dass man da mal kurz parken kann? Das war das jetzt hier auch. Ich sag, wir machen noch einen und dann ziehen wir rüber. Ich habe da irgendwie die Befürchtung, dass es gleich irgendwas Rotes unter mir aufploppt. Wie viele Bäumchen habe ich denn jetzt? Stapelgröße 1000. Sieht man leider nicht. Ja, so hat man die nächste Grundressource auch in massenhaft. Und verlegt mal schnell Eisenbahn. Hä? Hä? Was habe ich gesagt? Da guck mal. So, ich brauche mein Fahrzeug. Und zwar bevor ich angegriffen war. Wah! Räum mal weg. Darf ich hier mal schnell Kohle reinhauen? Merkte schon. Die mögen die nicht. Ich die auch nicht. Beruft sich auf Gegenseitigkeit. So. Ihr wollt mich nicht, ich will euch nicht. Nur ich hab ein anderes Hilfsmittel dabei. Oh, das war schon. Habe ich noch 30 Roboter? Nein, ich habe nur noch 19. Die haben die ganz schön ausgerottet. Kann ich mir welche bauen? Mach mal 11 Stück. Die Materialien veropfer ich dafür gern. Und vor allem da hinten sehe ich noch ein Häuschen. Das werde ich jetzt auch gleich besuchen. Ja, die, dass sie wissen, warum sie mich geärgert haben. So. Oh, wir räumen weg. Aufräumservice. Dankeschön. So, aber ich hätte jetzt gesagt, wir könnten jetzt eigentlich dann hier rüber.
Wir fahren jetzt erstmal großzügig nach oben, damit wir die Strommasten setzen. Bitte in die richtige Richtung, danke. Packen. Dankeschön. So. Diesmal lassen wir das Auto aber da stehen, ne? Ich hätte jetzt gesagt, das wird jetzt der letzte, wo wir jetzt hier entlang laufen. Das heißt, du wirst jetzt dann der erste, wo ich jetzt brauche für drüben. Ja, das heißt, ich komme jetzt dann hier an und gehe dann irgendwann hier nach unten, dann nach drüben und danach da drüben. Bin ja froh, dass ich gerade überhaupt nichts mehr sehe. So. So, wir haben jetzt dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ein halb. Okay, dann wird der auch gleich hier abgerissen. Habe jetzt wieder meine 30, oder? Ich hoffe, dass wenn ich jetzt das dann angeschlossen habe, dass ich dann erstmal wirklich eine vernünftige Zeit Ruhe habe. Ich vermute zwar mehr, dass ich danach das Problem kriege, dass ich dann immer wieder mal Besuch von den netten Tieren kriege. Okay, also nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ein halber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und ein halber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und ein halber passt. So, und jetzt gehst du runter. Gehst du rüber, jawohl. Erstmal, erstmal so. Ah, wobei, nein, andersrum. Geh auch hier entlang. Hab ich eine Ampelanlage dabei? Ja. Ich hoffe, dass ich es jetzt richtig gesetzt habe. Ich war zwar der Meinung, dass man es da setzen sollte, aber man wird sehen. So, dann hätte ich gesagt, wir setzen noch die nächsten Strommasten. So. Wir müssten jetzt auch. Und ich muss noch einen mehr gehen. Eins, zwei, drei. Ja. So, dann fetzen wir mal jetzt dann hier entlang. Vor allem fetzen. Ja. Aber wir bewegen uns ja schon in einer sehr guten Geschwindigkeit voran, finde ich. Das
heißt, wir haben jetzt schon mal hier. Danke. Wäre auf jeden Fall mal faszinierend, ne? Wenn mir nichts ausgehen geht mehr. Wäre ich stolz auf mich. So, da haben wir einen ganzen Baum. Um dem kümmere ich mich persönlich. Tschüss. 500 Gleise haben wir noch. Das ist ja doch schon mal ein Vorteil. So. Wie gesagt, noch zwei. Machen wir mal gleich, ne? Okay, dann heißt das jetzt auch, du kommst weg. So, Wiedersehen. Das heißt, wir sind jetzt hier soweit angekommen. Wisst ihr, was ich nicht dabei habe? Ich baue mir ein Tiny. Das muss reichen. So, derzeit gleich wieder Massenfällen. Und ich warte nicht fast nicht auf, ne? Oderla. Das heißt, wir sind jetzt eigentlich in einer guten Zeit hier unten angekommen. Schauen wir mal, wie weit das wir noch mit den Steinen kommen. Bin auf jeden Fall mindestens bis zum Eisen schon mal da. Das ist schon mal schön. So, und ich muss noch natürlich mitdenken, dass ich da unten eine Schleife fahren muss. Tschüss. Okay, gehst jetzt du nämlich mal hier hin. So, dann kommst du wieder weg. Du gehst jetzt dann dahin. Gehst dahin. Und du gehst wieder so hin. Perfekt. Und da machen wir die Schiene weiter. So, jetzt muss ich natürlich gucken. Wo macht es am meisten Sinn, den Bahnhof hinzubauen? Aha. Also ich hätte gesagt, ich muss jetzt das da wieder wegmachen. Und noch ein bisschen hier verlängern. Mindestens um einen. So. Okay, dann brauche ich auf jeden Fall nochmal eine Ampel.
Kommst hier hin? So. Ich habe genügend Kohle dabei. So, und jetzt geht's dann von hier nach oben. Und ich brauche noch mal eine Ampel. Hierhin. Dann hätte ich gesagt, dann machen wir jetzt hier den Bahnhof. Muss ich jetzt an dem Zug klicken? Ja, klar. Ja, ich muss jetzt sowieso nochmal schnell zum Auto. Strommasten verlegen. Also, in dem Spiel ist man fit wie nochmal was, ne? Wenn man sich vorstellt, okay, ich habe jetzt nicht so viel selber Holz gehackt. Das habe ich hacken lassen oder lasern lassen. Aber, ja, was das Männchen laufen muss, ne? Respekt. So. Auf jeden Fall, wenn mir auch die Strommasten reichen. Dann steigen wir mal schnell nochmal aus, weil wir müssen ja auch noch. Dann gehe ich mal hier jetzt nach unten. Sind auch drei. Okay. So, wie schaut es jetzt aus? Von dir aus gesehen. Das ist der oberste. Dann gehst du jetzt dann hier rüber. Dann machen wir hier die nächste Reihe. Ich werde jetzt auf jeden Fall dann gleich sau viel Strom ziehen. Okay. Ich habe keine mehr. Okay, wenn ich jetzt dich da nehme. Ja. Super. Das heißt, ich rausche jetzt erstmal nach oben und schau mal, ob ich die Zugstrecke drin habe. Bin mal gespannt, wie lange dass ich jetzt unterwegs bin. No. Bin mal gespannt, wann ich die ersten Freunde da hab. Sollte ja auf jeden Fall, Moment, das kann ich gleich mal machen. Bauen wir mal schnell dann gleich zwei Stück. Ich habe jetzt bestimmt keinen Stahl mehr, ne? Jawohl. Aber ich brauche auf jeden Fall zwei Stück da unten. Da muss ich auch noch normale reinmachen.
So, wir gehen mal hier hin. Wie schaut es jetzt bei dir aus? Haltestelle hinzufügen. Du bist. Sing Saab. Okay. Muss aber noch dran denken. Und das ist jetzt gerade das Wichtigere. Ne, wir machen das erstmal hier. Muss dich noch verlängern. Und dich muss ich auch verlängern. Okay, so. Seid ihr auf jeden Fall schon mal verbunden. Okay, dann kann ich schon mal sagen, Brennstoff. Kommt die Kohle hier rein? Habe keine Ahnung. Wartebedingungen hinzufügen? Ja, und zwar leeres Frachtinventar. Haltestelle hinzufügen? Ja. Wenn ich jetzt wüsste. Sing Saab ist Hauptbahnhof Gleis 1. Ich hoffe zwar, dass jetzt das dann das Loki Glin ist nicht angeschlossen, aber Plakern. Wenn ich jetzt zu Plakern gehe, ha, sehr schön. Wartebedingungen hinzufügen und zwar volles Frachtinventar. Der Zug fährt los. Stehe auch nicht im Weg. Nicht, dass ich gleich überrollt war. Plakern. Und dich nenne ich Nebenbahn. Nee. Ressourcen Bahnhof Eisen. So. Ich nehme mal als sicherheitshalber zwei Sticks Kohle mit. Habe ich hier irgendwo noch eine Kiste mit Holz? Nein. Machen wir es hier. Was kann ich denn hier noch bauen? Also 6, 12, 18, 24 bräuchte ich eigentlich. Das sind jetzt 20. Was fehlt mir dann? Eisen. Gehen wir noch schnell noch eins holen, wenn ich schon da bin. Also ich muss auf jeden Fall so weit sein, dass der Bahnhof unten, also dass der Zug drin steht, dass wir dann beim nächsten Mal auf jeden Fall hingehen können und sagen, ja, das wird jetzt eingeräumt. So, wir sind jetzt bei 30, bei 20 und 24 habe ich gesagt, brauche ich Minimum. Dann gehe ich aber noch ins Lager rein. Das habe ich ja auch schon einstecken. Es geht mindestens mit 4 rein und 4 raus. Eins, zwei, eins, zwei. Passt. Bis ich da unten bin, hat er das alles gebastelt.
So, wo ist mein Fahrzeug? Beim Hauptbahnhof müsste es irgendwo geparkt sein, ne? Wir rauschen nach unten. Der war clever. Richtig clever. Ja. Ja. Ja, es muss ja nur einmal funktionieren. Ich habe zwar danach keine Patrone mehr einstecken. Das ist der Nachteil bei Hochgeschwindigkeit. Guten Tag. So, 35 Hammer. Okay, mag's ja schon so. Und jetzt einmal blöd. Okay. Das muss ich jetzt dann auch noch händisch machen. Drückt dann halt tausendmal die R-Taste. So. Dann brauche ich auf jeden Fall. Das Lager sollte eigentlich hin. Gesagt hier. Dann drehst du den mal um. Da kommen jetzt mir hier an mit den Bändern. Sehr schön. Dann haben wir noch den hier. Auch gleich entlang lauschen. Lauschen vor allem. Lauschen. Okay. Dann heißt es jetzt, du da gehst hier entlang. Du da gehst hier entlang. Du hier und du hier. Das kann ich vergessen. Okay, dann muss ich das dann hinten anschließen. Du gehst dann da entlang. Du gehst da entlang. Nee, ich muss alle hier anschließen. Außer ich versetze das Ding jetzt wieder. Nö. So. Dann brauche ich jetzt noch von dir den da. Okay, da brauche ich jetzt auch erweiterte Schaltkreise für die nächsten. Ja, da müssen wir jetzt dann auf jeden Fall auch noch eine saubere Produktion hochziehen. So. Okay. Dann schauen wir schnell noch, dass wir hier noch den Strom schnell anschließen. So.
mal eine blöde Frage, wenn ich dich jetzt hier anschließe. Ja, machen wir so. Nee. Besser. Lass mich mal da durchschlüpfen, danke. So, das heißt also, du kommst hier hin. Nein. Also du kommst dahin. Und du kommst dahin. Mal raten, wo der aufhört momentan da. Okay, so, da rauscht auf jeden Fall schon mal was rein. Und der geht auch richtig ab. Und ich merke gerade, ist das auch schon ein MK2? Cargowagen MK2. Okay. Okay. So, und davon brauche ich jetzt auch noch mal ein paar. So, und das lasse ich jetzt nämlich schön brav runterlaufen. Und wir haben dann nämlich unsere Basis fertig. Dann mache ich mal einen Screenshot. Dass wir das jetzt hier endlich erledigt haben. Wie gesagt, ob die Signale funktionieren oder nicht funktionieren, das sehen wir beim nächsten Mal. Komm, geben wir noch den, weil dann kann ich den auch noch gleich befüllen. So. Wie viel Kohle hast du eigentlich verballert? Brennstoff? Ja, nicht so viel. So, 11 Stück hat er fertig. So, und dann geht jetzt der da nämlich, ups, hier hin. Der geht dann hier hin. Und der letzte da hinten geht dann hier hin. So, die letzten. Der da. Perfekt. So, läuft alles rein. Reicht auf jeden Fall erstmal aus, dass wir auf jeden Fall oben wieder vernünftig Eisen bekommen. Muss ich mal gucken, ist hier irgendwas in der Nähe? Nein, aber ich soll es nicht auf die leichte Schulter nehmen. Nicht, dass ich sage, ja, ich brauche nichts, doch, ich brauche was und dann kann ich der Katz. Aber ich bin der Meinung, ich sollte aus dem Militärbereich noch ein Radar bauen. Hat nämlich Vorteile. Radare greifen sie eher an. So, wie schaut es jetzt bei mir aus mit der Munition? Ich habe jetzt eigentlich nur noch 144 Schuss dabei. 200 möchte ich auf jeden Fall drin haben. Also brauchen wir 60. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Die lassen wir jetzt machen. Und dann hätte ich gesagt, beim nächsten Mal schauen wir mal, ob der Zug abdampft. Oder vielleicht ist er schon abgedampft. Wir werden es sehen, wenn ihr Fragen, Anregungen habt. Oder Tipps zur, ja, Ampelanlage. Dann schreibt es mir in die Kommentare. Für einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Und wir sehen uns wieder das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.